Moin Leute, Hanna hier von Vegan Warrior TV. Heute haben wir ein Shop-News-Video für euch. Bleibt dran, bis gleich. So, da sind wir wieder. Was neu reingekommen? Lass uns mal gleich losstarten. Ich habe auch noch so ein paar Ankündigungen. Es wird einiges discontinued werden. Da komme ich gleich auch noch zu. Wir haben ein paar neue Sachen reingekriegt. Sachen, die wieder... ich fange mal an, was heiß ist. Enola Gay hat sein Rauchgranaten-Sortiment überarbeitet. Die hatten massive Lieferschwierigkeiten durch den Brexit. Die haben es nicht gebacken gekriegt. Und wir haben da jetzt auf jeden Fall wieder richtig viel reingekommen. Also ich glaube sogar, dass fast das komplette Sortiment, was die überhaupt anbieten. Ich glaube alles. Ich rassel mal ganz schnell durch, nicht zu viel. Was auf jeden Fall so ein bisschen, die haben neues Packaging bekommen. Die sind zum Teil, steht dann auch wirklich drauf, wie lange die Dinger, wie viel Rauch da rauskommt, wie lange und so weiter, wie laut, wie viel Dezibel die Flashbangs haben. Ist schon gut. Geht los mit der kleinen Mikro hier. Dann den Klassiker, die Wirepole. Dann haben die hier das Ding ein bisschen überarbeitet. Hier die TP40. Man zieht jetzt oben nicht mehr an der Seite und die haben den Rauchauslass auf jeden Fall neu gemacht. Das sieht auf jeden Fall sehr professionell aus. Dann die Twin Vent wurde auch überarbeitet. Die ist jetzt ein bisschen länger geworden als die alten. Da kommt also mehr raus. Und die Dinger sind, die Twin Vents sind richtig effektiv, wenn ihr in ganz kurzer Zeit richtig viel Nebel machen müsst. Das Schöne ist, von diesen dreien, die passen alle noch in die klassischen 40mm Granatentaschen rein. Das heißt, überall an einen Plate Carrier kann man die Dinger ranbauen. Oder einfach hier in so einen Karabiner einhängen. Und dann haben wir richtige Töpfe noch da. Nee, stimmt, das ganze Sortiment haben wir nicht. Muss ich ein bisschen zurückrudern. Aber endlich auch hier wieder die EG18 und die EG18X. Die machen richtig viel Nebel, richtig lange auch. Ich glaube, die EG18 90 Sekunden lang und die hier ein bisschen kürzer. Aber dafür kommt da der gleiche Nebel in, oder der gleiche Rauch, kein Nebel, technisch ist das Rauch und kein Nebel, in sehr kurzer Zeit raus. Wenn ihr mal richtig Randale machen wollt. Dann gibt es noch die Flashbangs. Die kleinen kennt ihr schon, die kleinen Thunderflash hier. Das sind hier die, was ist das, glaube ich, MK1, ne? Nee, MK5, Mann. Das sind hier so, wie kennt man früher von Silvester? Die zieht man auseinander hier, dann hat man so eine Reibefläche. Mache ich jetzt nicht und dann geht's ab. Und die Flash 3.0, endlich wieder verfügbar. Da muss ich sagen, das ist unsere Standard-Flashbang, wenn wir auf irgendwelchen Events fahren. Wenn ihr zum Beispiel mal auf dem ASC wart oder so, dann fliegen euch diese Dinger normalerweise hart um die Ohren. Letztes Mal hatten sie, glaube ich, keine. Aber auf jeden Fall super gute Flashbang. Und passt da ein bisschen auf, sprecht euch vorher ab, die ist wirklich laut. Also wenn ihr die zwischen die Füße kriegt, dann ist das, haben wir auch schon Leute zusammenklappen sehen. Also passt da auf. Dann gibt es Airsoft-Granaten mit Bibis gefüllt und Paintgranaten. Bei Paintgranaten scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen finden es richtig geil, die anderen sagen, da schieße ich lieber mit Paintballs. Für die, die es richtig geil finden, es gibt Paintgranaten jetzt von Enola Gay, haben wir im Angebot. Und so, haben wir ganz schön lange Granaten hier, fast 4 Minuten Granaten gemacht. Wir müssen mal ein bisschen zurande kommen. Wir haben nämlich noch mehr zu erzählen. Pistolenmäßig ist die Glock, gab es da einen Restock, die Walter, beziehungsweise von, ja, die Umarex Glock und die... Tatsächlich ist unser altes Shop-News-Video schon so lange her, dass die Heckler & Koch SFP9 noch nicht gefeatured wurde von uns. Für alle Heckler & Koch-Fans gibt es die SFP9 jetzt auch als Kaliber 43-Variante, wo ihr mit Powderballs und Gummikugeln und so rumballern könnt. Ganz spannend. Ein so ein Ding, was ich sagen muss, was so ein bisschen underrated ist und untergegangen ist, der Operator Barrel, der ist jetzt nicht neu, aber ich wollte ihn gerne nochmal featuren, weil... ist halt ein glatter Lauf von Planet Eclipse. Ich glaube, der hat eine 89er Bore-Size, also die Standard-Bore-Size für fast alle Paintballs. Der hat eine 12 Zoll Länge mit einer abschraubbaren Muzzle, aber eigenes Muzzle-Gewinde. Passt jetzt keine 22mm Muzzle oder so drauf. Aber der kostet halt 44,90 € und hat eine schöne Lauflänge, dass es nicht zu lang ist, aber noch präzise ist. Und ich finde für 44,90 € so ein... ist irgendwie ein schönes Produkt, weiß ich gar nicht. Haben die Leute oft nicht auf dem Schirm. Also wenn ihr einen etwas kürzeren, guten Paintball-Lauf braucht fürs Surround-Gewinde, go for it. Ansonsten, wenn ihr eure Kanone noch ein bisschen customizen wollt, zum Beispiel ihr habt hier so einen glatten Keymod-Handguard und wollt da aber unten so einen Griff ranbauen, dann gibt es einmal Keymod-Griffe, die ihr direkt hier ranbauen könnt. Falls ihr aber noch einen Griff rumliegen habt, mit einem hier oben, mit so einem Picatinny, dann könnt ihr euch auch so Adapter-Kits kaufen. Und die waren ausverkauft, warum auch immer, und die sind jetzt wieder da.
Und das Schöne ist, das ist hier, das sind Kits, die für M-Lock und für Keymod gehen. Das finde ich halt super praktisch. Das heißt, da sind mehrere Schraubensätze dabei und es passt halt für beides. Ihr habt mehrere Längen von ganz kurz bis ganz lang. Da sind dann irgendwie 6 Rails dabei. Was kosten die? 16,90 Euro oder so. Ja. Und gibt es halt in 2 Farben. Also ganz praktisch. Ey, und wo ich die hier gerade in der Hand habe, ne? Die geht wohl bei First Strike aus dem Programm raus. Ich wollte es euch schon mal sagen. Wir haben jetzt einen Händler-Newsletter gekriegt, dass die PDW und wohl auch die DMR auf jeden Fall nächstes Jahr discontinued sein werden. Was ich persönlich super schade finde. Ich finde die Dinger eigentlich echt schön gemacht. Es war wohl ein bisschen aufwendig für die. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich kann es auch. Nee, ich finde es nicht gut. Kann ich auch nicht schön reden. Also ich finde die jetzt super praktisch, PDW. Ihr habt so einen geilen PDW-Stock dabei. Hinten habt ihr trotzdem noch einen extra Flaschenadapter dabei, wenn ihr das abbauen wollt, in Flasche ranmachen wollt. Ihr habt gleich einen 7-Zoll-Handguard dabei, einen schönen Lepco-Lauf mit einem geilen Raging Donkey hier vorne, der ein bisschen Krawall macht. Voll die gute Kanone. Naja, müssen sie selber wissen. Ich kann es nicht verstehen. Genau, DMR geht noch raus. Und der Hero Rack, der sehr beliebte Hero Rack, er geht wohl auch aus dem Programm raus, weil der halt so kurz ist. Also nee, der geht nicht raus, weil der zu kurz ist, aber der ist beliebt, weil er so kurz ist. Ich habe hier mal den Hero, beziehungsweise dann ein Äquivalent. Als ob Pau er das aber gerochen hätten, haben die jetzt selber so ein Ding rausgebaut. Der ist aber ein bisschen günstiger, glaube ich. Und es gibt jetzt von Pau er den Micromax-Regulator, ist auch ein 300 Bar Regulator. Und der ist, ja, kann man quasi als Ersatz für den Hero nehmen. Ja, also von daher, Power hat es richtig gemacht. Und in Ninja haben wir jetzt auch mal wieder die Ninja Racks, sind leider teurer geworden. Ja, ist so. Aber es gibt wieder ein paar V2 Racks hier. Schwer irgendwie ranzukommen. Dann haben wir noch diese beliebte Tasche hier aus dem Hause TT. Das ist die MK2 Dump Pouch. Warum ich die gut finde, ist, die ist sehr groß, da passt extrem viel rein. Und was ich sehr schön finde, ihr könnt die so zusammenfalten. Das heißt, an eurem Gürtel sieht die dann halt nur so aus, wenn ihr die nicht braucht. Dann rennt die halt nicht immer mit so einer großen Tasche halt rum, sondern nur, wenn das halt wirklich ans Eingemachte geht, zack, Klettverschluss auf, dann geht die halt auf. Der Nachteil ist, hier vorne, das ist hier alles nicht steif und so, weil das alles zusammenklappbar ist. Macht euch, habe ich auch schon mal erzählt, macht euch am besten, ich habe hier Kabelbinder rum, das ist nicht ganz so geil, am besten geht so ein, diese makrolalen Luftschläuche, das ist perfekt. Also die hier so durch und dann ist das eine richtig gute Tasche, kostet nur 19 Euro, aber dann habt ihr quasi das Beste aus allen Welten. Und wo wir gerade dabei sind, hier, diese Magazin-Pouches, die MCL-LP-Pouches, die kennen die meisten von euch, die uns folgen, die nutzen wir eigentlich, ich glaube fast jeder hat die bei uns, gibt es wieder in allen Farben. Ja, TT hat geliefert, also Tasmanian Tiger hat wirklich Lager wieder voll gemacht. Das heißt, ihr kriegt halt die Dinger, die waren halt teilweise in Schwarz oder in Multicam und so, waren die halt lange ausverkauft. Kriegt ihr jetzt hier wieder in allen Farben. Gut, diese. Und was gibt es noch wieder in allen Farben? Genau, die Dinger habe ich. Ach ja, die Plattenträger, wo wir da beim Thema sind. Sie wieder in Schwarz auch, in SM und in LXL. Jo, war ein paar Monate ausverkauft. MK4 Plattenträger von TT. Für die Leute, die sich was richtig Gutes gönnen wollen. Ihr könnt wieder und auch der QALC, auch mein Standardplattenträger hier, ist auch wieder in allen Farben da. Ich bin ganz schön aufgeregt, das war schon ganz gut. Ansonsten haben wir jetzt auch gar nicht mehr so sensationell viel. Was auch aus dem Programm geht, das wissen die meisten, die ETA 2. Wir haben noch ein paar gekriegt. Das heißt, wenn ihr, die ist halt deutlich günstiger als die ETA 3, die kostet 499 Euro und es gibt sie halt in mehreren Farben. Wenn ihr noch, ich glaube, wir haben noch Schwarz und die Dark Earth noch da. Wenn weg, ist weg. Und für die Leute, die sich ein richtiges, schönes High-End-Farbschwert gönnen wollen, wir haben ja letztens die, wirklich, die, wie ich finde, sehr sexy LV2 reingekriegt. Die radert also richtig, richtig Zucker. Die hatte ich letztes Mal im Video. Aber Schocker ALP und auch Lux. Das passt ja zu meinem Outfit. Ist das Zufall? Ja, es ist Zufall.
Wenn man, ich sehe mich übrigens selber, also wenn ich das Video mache, wir haben unter der Kamera haben wir so einen Monitor gemacht, ne? Und wenn ich halt Sachen in die Kamera halten will, dann ist es halt immer spiegelverkehrt. Also wenn ihr euch fragt, hä, warum kriegt ihr das ja nicht hin, dass er irgendwie die Dinger quasi so vor sein Gesicht hat, dass es symmetrisch ist, so irgendwie, keine Ahnung, so, dann liegt es halt daran, dass der Monitor halt immer andersrum geht und ich halt jedes Mal so gebrainfuckt bin. Naja, komm, Leute, ich will euch hier nicht mit so einem Quatsch voll labern. Wir sind auch fast durch, deswegen. Wir haben noch ein paar Sachen. Und zwar von Push haben wir die Flecktarn. Die ist, glaube ich, auch die wurde noch einmal produziert. Also wer noch eine hochwertig verarbeitete Maske in German Flecktarn haben will, ich habe einfach die letzten Lagerbestände bei den anderen, habe ich dann noch. Ja, wir haben die auf jeden Fall noch. Und die ich ganz geil finde, ist hier die Sandana Olive. Die geht, glaube ich, auch aus dem Programm raus. Ich mag sie halt gerne, weil dieses Sandana-Muster, die alten Turnier-Paintball-Hasen von euch können euch daran erinnern. Es gab damals zu Beginn der Hostile-Kids-Phase, bla bla bla, ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall dieses Sandana-Muster, da wurden für Headbands irgendwie $200 bezahlt. Naja, es ist jetzt hier auf dieser Maske drauf und ihr habt halt ein schönes HD-Glas, was für alle Bedingungen. Und ja, weiß ich nicht, finde ich eigentlich ganz schnieke. Genau, das wollte ich euch noch kurz zum Besten geben und dann für, ja, nur eine Kleinigkeit, wer noch so einen Multicaliber-Hopper braucht, für Kaliber 50 zum Beispiel, der kann hier den GOG Multicaliber-Hopper nehmen, der kostet nicht viel und der ist halt nicht so riesig, ist aber wirklich nur ein ganz einfacher Schüttelhopper, also jetzt nicht so das Produkt, wo man extrem gehypt sein muss. Und die Fraktion von Kimme und Korn ist jetzt auch wieder, ich finde es ja eigentlich ganz schick, gibt hier so eine Kimme und Korn-Geschichte, kann man so da hinten ziehen und dann klappt das so auf. Wenn man das hier ranbaut, funktioniert das auch. Und da könnt ihr dann euer Markierer ein bisschen aufmöbeln. Und eine Sache habe ich auch noch, beziehungsweise zwei, drei Kleinigkeiten noch. Ich beeile mich auch, ich weiß. Für die T15-Spieler, der Dropdown ist wieder da. Dass die Knarre halt ein bisschen runterkommt. Das kennt ihr aber schon, wenn ihr uns folgt. Dazu, es gibt nur noch eine Slingpad, die haben die andere eingestampft, aber eine reicht halt auch. Also das endlich wieder. Da hatten wir auch ein bisschen Lieferschwierigkeiten, ne? Grüße an Benny. Was war da los? Jetzt ist wieder voll. Haben wir ein bisschen in der Nähe, aber der hatte auch viel zu tun, hat er mir gesagt. Der ist ganz fleißig. Der macht nämlich nicht nur ein Paintball. Also, liebe Grüße an Benny. Ist alles wieder gut jetzt. Und wir haben so ein Red Dot. Ein Reflexvisier. Das habe ich selber damals auch auf meiner T15 gespielt. Und ich habe mir die Dinger jetzt, also, wie gesagt, ich habe es immer nicht gekriegt, so. Jetzt haben wir uns eins mit unserem Weekend Warrior Logo hier oben drauf customizen lassen, weil ich finde, für mich ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Einsteiger-Red Dot. Es kostet irgendwie, weiß ich nicht, 66 Euro oder so. Ihr habt 64 Euro, ihr habt mehrere Absehen dabei. Ihr könnt halt zwischen Punkt, Kreis, Punkt und so alles durchschalten. Die große Stärke ist, da kommt extrem viel Licht durch, da verdunkelt halt nichts. Und trotzdem habt ihr so ein paar nette Features, die für mich ein trotzdem gutes Einsteiger-Red Dot ausmachen, dass ihr halt so einen Spannhebel habt, dass ihr die Dinger halt easy, ohne Imbusse, Imbusschrauben, die euch irgendwie durchnudeln, auf euren Markierer raufmachen könnt, dass ihr so gummierte Knöpfe an der Seite habt, dass ihr vernünftig eine große Hell-Dunkel-Skala habt, Rot-Grün-Skala habt. Und das sieht auch noch ganz sportlich aus, wiegt nichts. Und ist auch gut nach vorne gewinkelt. Also man kann es gut einstellen. Für Paintball, ja, für das Geld finde ich auf jeden Fall stabil. Und ich habe es auch, glaube ich. Ja, ansonsten schreibt eure Anmerkungen gerne in die Kommentare. Danke, dass ihr bei unserem kleinen Shop-News-Ritt dabei wart. Hier klopft auch jemand an die Tür herein. Oh, Stefan ist gerade da. Dann macht's gut. Wir sehen uns. Bis bald.